Damen in High Heels bitte nur die rechte Wegseite benutzen? Oh mein Gott, wir sind so dumm. Beim Parken bitte das Licht eingeschaltet lassen. Ah, Verarschung, oder wie? Das ist ja gut. Schilder Irrsinn, wir machen den Test. Wer fällt drauf rein? Ich muss veräppeln. Genau. Genau, versteckt die Kamera. Die Sonne strahlt, der Frühling ist da. Ein perfekter Tag für unser Fake-Schild. Das stellen wir direkt vor dem Eingang eines Parks auf. Aus Naturschutzgründen bitte Schuhe abtreten. Im Grunde ein totaler Irrsinn, aber um das Ganze noch zu toppen, rollen wir passend dazu einen Fußabtreter aus. Jetzt heißt es beobachten. Und tatsächlich nur 2 Minuten später, diese jungen Damen lesen brav, Schuhe abtreten und passieren vorbildlich. Aber ist das auch sinnvoll? Ja, einfach, keine Ahnung, um die Tiere zu schützen, die Pflanzen zu schützen. Sie meinen jetzt also, wenn Sie jetzt die Bakterien aus der Stadt mitnehmen in den Park, oder, ja, oder wie? Ja, so in der Art. Wäre schon gesponnen, da eine Fußmatte hinzumachen. Gesponnen? Ja, lustig ist es schon. Mich hat auch gewundert, wo ich das gelesen habe, aber... Wir legen uns wieder auf die Lauer und sehen schon die Nächsten im Anmarsch. Auch diese 2 jungen Männer befolgen unser total sinnfreies Schild und treten sich die Schuhe ab. Sind die Schuhe jetzt auch wirklich sauber? Unbedingt. Kurzer Check. Ja, sieht gut aus. Aber wieso? Mehr an die Politik vielleicht auch gedacht. Ja. Eine Aktion von den Grünen zum Beispiel. Grünen oder von irgendwelchen Naturschutzbünden oder sonstiges. Das ist eine Aktion von den Leuten hier. Da könntet ihr recht haben. Das stimmt. Nee, wirklich. Wirklich, fröhliche Schuhe putzen vor dem Parkbesuch. Wir steigern den Irrsinn. Mitten auf dem Gehweg stellen wir unser nächstes Fake-Schild auf. Nun heißt es... Aus baulichen Gründen mit hohen Schuhabsätzen bitte nur die rechte Gehwegseite benutzen. Diese jungen Frauen lesen sich unser Schild ganz genau durch. Kurzer Abgleich mit dem eigenen Schuhwerk. Oh, flache Schuhe, also darf Frau überall passieren. Wie wichtig ist das jetzt, dass man auch sowas befolgt? Ich denke schon, wenn es auf baulichen Gründen ist, dann ist es schon wichtig, oder nicht? Ja. Was kann da so kommen auf dem Weg, also wenn man jetzt mal überlegt? Zum Beispiel Zement und dann bleibt man stecken, oder? Zement? Ja, keine Ahnung. Bei Ihnen ist es nicht zu befürchten, Sie haben flache Schuhe. Genau, ja, also bitte. Ganz ehrlich, wie blöd ist eigentlich so ein Schild? Oh mein Gott, wir sind so dumm. Halb so wild ist ja nur ein Scherz. Weiter geht's mit diesen Damen, zumindest eine von ihnen trägt hoch und läuft vorbildlich rechts. Und? Wir sind rechts lang gelaufen. Ja. Weil, dürfen wir mal sehen? Das dürften ca. 7 cm sein. Wenn da vorne so ein Schild steht, dann... Ja, hält man sich dran, also wenn man gut erzogen ist. Die gute Erziehung, genau die wollen wir bei unserem nächsten Schild wieder strapazieren. Aus Hygieneschutzgründen bitte nicht die Türklinke mit der Hand berühren. Kaum haben wir uns umgedreht, versucht diese Dame es mit einem besonderen Trick. Ihre Technik war jetzt, können Sie mal zeigen? Wieso der Ellenbogen? Ja, das kennt man ja vom Niesen, das war mir auch ein Ellenbogen niesen. Wahrscheinlich ist es wie überall, man möchte jetzt nicht unangenehm auffallen. Und dann ist eigentlich fast schon egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ja, also bei mir war es ja so, gell? Und wie vermeidet diese Dame den Griff zur Türklinke? Nochmal bitte. Mit dem Handgelenk habe ich die Tür aufgemacht. Aus Hygieneschutzgründen, was könnten das denn für Gründe sein? Irgendwelche gemeinen Bakterien, die sich an dem Handgriff befinden. Oh. Ich habe es nicht ganz ernst genommen, aber... Aber trotzdem gemacht. Der Irrsinn schlechthin kommt jetzt. An einem Parkplatz geben wir den Autofahrern Folgendes vor. Aus Sicherheitsgründen beim Parken bitte das Standlicht eingeschaltet lassen. Wir geben zu, viele halten diese Regel am helllichten Tag für ganz schön absurd. Beim Parken bitte das Standlicht eingeschaltet lassen. Ja. Okay. Ja. Ja. Beim Parken. Beim Parkvorgang nehme ich an, oder? Genau, jetzt aber schnell das Licht an. Oder doch nicht? Würde ich sagen, dann lassen Sie das Standlicht jetzt besser an, weil das ist ja eine Vorschrift. Glauben Sie? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass das ein Scherz ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Erwischt. Und was hält dieser Fahrer von unserer neuen Vorschrift? Zumindest probiert er es. Das Standlicht? Keine Ahnung, wo das ist. Aber hätten Sie es jetzt angemacht? Ja. Warum? Ja, vielleicht ist es ja gegen Unfälle oder sowas, gell? Ganz ehrlich, haben Sie das Schild uns abgekauft? Ehrlich? Ist ein Arsch? Ah, ist Verarschung, oder wie? Das ist ja gut. Sehr schön.
Schilder haben in unserem Leben eine große Bedeutung und es ist häufig auch gut so, solange sie nicht irrsinnig sind. In diesem Fall hilft nur weg mit dem Schild, her mit dem Verstand. Zu enge BHs erhöhen das Brustkrebsrisiko. Die meisten Frauen tragen Größe 75B und ein BH kann das Abschleppseil für ein Auto ersetzen. Wir räumen auf mit einer Handvoll Mythen rund.